Die Diskussion, Herr Kotzebat, deshalb halte sie sich zurück, ist in vollem Gange. Georg Thielke in Borken hat die 0800 5678 und 3x5 gewählt und sagt, ja, was sagt er denn, pro oder contra? Was sagen Sie zu dieser Aktion, Herr Thielke? Ich sage, also zu dieser Aktion jetzt speziell eindeutig contra. Also das finde ich den gar nicht, weil es Menschenleben in Gefahr gesetzt hat. Ich bin immer für friedlichen Protest. Sie wollen es aber noch differenzieren, weil Sie sonst sagen, ja doch, Protestaktionen müssen dann auch mal über die Grenze gehen? Ja, natürlich. Also solange Sie müssen, ich sage mal, auf dem Boden der Verfassung bleiben. Aber es muss auch die Gelegenheit gegeben werden, dass man überhaupt protestieren kann. Ja, sehen Sie das nicht? Ist das nicht der Fall? Nein, also ich bin zum Beispiel, das ist jetzt ja, wir können es ja auch mal testen, jetzt hier live im WDR 5, direkt ausprobieren, wie man protestieren kann. Also ich bin der Domian-Anrufer, ich habe bei Domian angerufen in der Nacht vom 4. auf 5. Juni und wollte mit ihm über den inhaftierten Georg Thiel sprechen und wurde aus der Leitung gekickt. Das hat ja einen riesen Zensurvorwurf gegeben in den Medien und Da muss man immer die Umstände natürlich begucken. Ich würde sagen, Herr Thielke, wir sprechen ja jetzt über den Fall in München. Und jetzt können Sie sich ja äußern dazu, ja, oder? Also jetzt ist ja die Möglichkeit, sich zu äußern. Ja, natürlich, das ist richtig. Also, was ich sagen wollte, also das ist ja jetzt auch eine Form des Protests. Ne? Also die Frage ist jetzt, wie weit kann ich gehen? Ja. Wie weit kann ich jetzt meine Message rüberbringen, dass Herr Thielke seit 112 Tagen in der JVA Münster sitzt, weil er keine Rundfunkgebühr bezahlt hat? Und der WDR auch die Möglichkeit hätte, ihn jederzeit freizulassen und es nicht macht. Mhm. Ne? Herr Thielke, ich bin nicht im Stoff dabei und ich glaube, Sie heißen auch gar nicht Herr Thielke, richtig? Nein, ich heiße nicht Herr Thielke. Ah, okay. Ein interessantes Beispiel, was Sie da gerade setzen. Denn Sie haben ja unter einem anderen Namen angerufen und sagen, das mache ich, damit ich protestiere. Aber ich benenne mich nicht. Mein Klarname ist das nicht. Und benutze das, um eine andere Message hier reinzubringen in dieses wieder Fünf-Tages-Gespräch. Richtig. Und testen uns jetzt, ob wir darauf eingehen und wie wir mit Ihnen umgehen. Ja, und ich will auch testen, ob der WDR auch meine Meinung, also ob der Austausch da ist. Also ich habe Domian über die Bild-Zeitung eindeutig das Gesprächsangebot gemacht. Ja. Ich möchte über Georg Thiel mit ihm sprechen, über Rundfunkgebühren. So. Und diese Message ist doch jetzt angekommen, oder? Ja, aber halt auch nur, weil ich mich dann wieder reingemogelt habe. Ne? Ja, weiß ich nicht. Wissen Sie, das Problem ist zum Beispiel, dass hier jetzt auch Vorgespräche durchgeführt werden im Vorfeld der Sendung. Es ist ja nicht so, dass man anruft und durchgestellt wird. Ja, das hat aber einen anderen Hintergrund, Herr Thielke, wenn ich Sie mal jetzt so nennen darf. Weil wir ja eben in dieser Sendung verhindern wollen, dass alle hintereinander die gleiche Meinung vertritt und der Rest sich langweilt. Deshalb sagen wir, rufen Sie vorher an. Wir nehmen den Stichwort auf, dann kriege ich das hier auf den Bildschirm und dann rufen wir Sie zurück. So läuft das hier übrigens seit 20 Jahren schon so und wir versuchen immer, das Meinungsbild abzubilden, was an der Hotline dann auch vorliegt. Das ist die Transparenz. Ja, nee, das habe ich mir schon gedacht, dass das eine Begründung sein könnte. Man könnte den Leuten aber auch sagen, das hatten wir gerade, die Leute einfach in der Leitung lassen. Ja, aber das kostet ja schon diese Sendezeit und die Leute sind dann in der Leitung und sind ebenfalls sauer, weil sie jetzt nicht wissen, warum sie nicht drankommen. Also das sind die Spielregeln, die wir praktisch auch jetzt transparent machen dafür. Ja. Und ja, Sie sagen aber, ich nehme einen anderen Weg, weil ich mich nicht gehört fühle. Aber jetzt werden Sie ja gerade gehört. Und ich würde gerne jetzt, weil Sie das ja als Beispiel nehmen, um auch die Diskussion in unserer Sache zu befördern, also wir reden ja eigentlich über den Gleitschirmflieger von Greenpeace, fragen wir mal Piotr Kotzebat, was er von diesem Vorgehen von Georg Thielke in Anführungszeichen hält. Ich finde das sehr kreativ und eigentlich auch ein bisschen witzig und auch richtig in der Sache, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht gehört wird, versucht man kreativ zu werden. Und Herr Thielke, wenn ich dann auch den Namen nennen kann, hat ja jetzt hier niemanden gefährdet und hat mit uns sprechen können. Mhm. Und ich glaube, da kann man jetzt auch nichts Verwerfliches dran finden, außer wenn das jetzt beispielsweise Usus werden würde, dann würden nämlich solche Sendungen sehr schwierig durchzuführen sein, weil dann wir über kein konkretes Thema sprechen können und uns quasi mit anderen Dingen beschäftigen müssen. Aber es zeigt, glaube ich, auch grundsätzlich, dass es in einer so großen Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland sehr schwierig ist, über alle Themen zu sprechen. Und Medien haben natürlich dann auch die Aufgabe, mit Themenschwerpunkte zu setzen. Und es ist ganz natürlich und ich glaube, üblich, dass manche das Gefühl haben, dass etwas, was für sie persönlich sehr wichtig ist, oder nicht nur für sie persönlich, sondern auch für andere Menschen, nicht so sehr in den Mittelpunkt gerückt wird, wie sie sich das eigentlich wünschen würden. Aber ich glaube, das sind Aushandlungsprozesse und der Fokus der Medien wechselt ja regelmäßig.
Und es bildet ja auch am Ende des Tages ein gesellschaftliches Interesse ab, weil Medien auch den Spielregeln des freien Marktes ausgesetzt sind und deswegen auch nicht Dinge thematisieren können permanent, die ja niemanden interessieren würden. Mhm. Herr Thielke, danke für dieses Beispiel. Die Botschaft ist gehört und nun würden wir es an der Stelle dabei belassen. Ja? Also ich bin bei dem ganz, also komplett d'accord, was der Herr vor mir jetzt gerade sagte. Ich finde, also ich möchte wirklich vielleicht dem WDR auch nochmal zu bedenken geben, dass das Thema jetzt auch in den sozialen Medien bei YouTube, also die Leute wollen auch darüber reden. Ja. Es aber gibt 1,2 Millionen Vollstreckungsbescheide gegen Nichtzahler. Okay. Und zuletzt, um den Protest jetzt noch zu beenden, Hashtag Free Georg Thiel und Herr Buro, lassen Sie Georg Thiel frei. So. Heute. So, das war jetzt Ihr Thema. Da geht es um die Rundfunkabgabe und eben die Frage, was für Konsequenzen hat. Ihren Fall kann ich jetzt nicht weiter beurteilen, aber ich sage danke für diesen Anruf. Möchte auch mich aber gerne Piotr Kotzeba nochmal anschließen und sagen, dass es natürlich gut ist, mit dem richtigen Namen auch anzurufen, damit eben auch Vertrauen weiter herrschen kann im Miteinander. Das ist nämlich ein hohes Gut hier in der Kommunikationskultur. Markus Beinhauer in Münster, herzlich willkommen im WDR5-Tagesgespräch. Wir reden über den Greenpeace Gleitschirmflieger vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Michael Leit, was sagen Sie? Da sind Sie, glaube ich, in der Leitung. Ja, ich war gerade weg, es tut mir leid. Kein Problem. Leit übrigens wird mit HT geschrieben. Und jetzt möchte ich nochmal meinen Protest von vorhin ausbauen. Wenn man den Namen umdreht, heiße ich wieder Thiel. Und dann wären wir wieder bei Hashtag Free Georg Thiel. So, und Sie also, sind der gleiche von eben? Auf die Spitze. Sind Sie der gleiche von eben? Ja, richtig. Ja, super. Schöne Woche wünsche ich jetzt an der Stelle. Das finde ich jetzt wirklich übergriffig zum zweiten Mal, weil Sie ja auch den Platz für die anderen blockieren für das Thema. Bojko Levin von Katte in Meerbusch, herzlich willkommen. Ja, grüß Gott in die Runde.